So. Also ich brauche vor allem jetzt trinken. Trinken. Ja, 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 ihm geht's nicht gut. Er hat mir gerade gesagt, du bist gleich tot. Denk, stell dich nicht so an, du Pussy. Ja, echt. Wenn ich Durst habe, sterbe ich auch nicht sofort, oder? Gut, wenn ich Bierdurst habe, vielleicht. Wenn ich da nicht sofort eins kriege, werde ich aggressiv, weißt du? Ich so als Berufsalkoholiker. Als Berufsalkoholiker? Nennt man das so? Ja, wenn du dann, das ist beruflich, weißt du? Ich komme ja aus der Branche, wo sehr viel Alkohol getrunken wird. Also gibt's, ja, ich erinnere mich an diese Branche. Ne? Warst ja auch mal drin. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Nur für die, die es noch nicht wissen, die mal Lebensgeschichte von Gorilla und Fussel hören wollen. Ja? Unbedingt, denke ich mir. Ja, ich denke auch, dass da sehr viele bei sind, die sagen, oh ja, das muss ich wissen. Also das, wenn ich das nicht weiß, dann habe ich nicht gelebt. Mach da mal einen 8-Stunden-Podcast zu, bitte. So stelle ich mir das vor. Mhm. Ja, das interessiert die Leute. Mhm. Stimmt. Ja. Die haben sich Fussel und Gorilla kennengelernt. Wieso sind die noch zusammen? Wieso sind die noch zusammen? Dann sammelt sich das trockene Gras, ne? Ja, ja, genau. Ist das das, was wir jetzt brauchen für außen drumherum? Nee. Das ist trockenes Gras. Du hast ist das das, was wir jetzt für außenrum suchen? Nein, ich glaube, das ist für die Sachen gewesen, wo du hast doch mir gerade gesagt, du brauchst trockenes Gras. Hast du mir gesagt? Never. Das sind nicht die Stängel, das ist was anderes. Aber um die Stängel-Transportdinger zu machen, hast du gesagt, wir brauchen trockenes Gras. Ich guck mal, was da stand und was ich gesagt habe. Wir können ja B gucken. Trockenes Gras, 6 Stück. Sag ich doch. Oh, und ich sammle sie. Du machst hier so einen Tanz, hier machst du. Du bist so ein Hirbel. Ich frage mich wirklich, warum ich mit dir überhaupt noch was mache. Warum? Ehrlich. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich dir jeden Tag, wenn wir uns sehen, eine klatschen würde. Brauchst doch gar kein trockenes Gras mehr. Wo brauchen wir denn trockenes Gras für? Hab ich schon verbaut. Warum? Du bist so ein Assi, weißt du. Ich suche jemanden, mit dem ich hier einen Grounded-Let's Play machen kann. Ist da draußen jemand? Ja, das wäre sehr schön, wenn wir da jemanden fänden. Ehrlich. Ja. Können wir ja nebeneinander hermachen. Wobei, suchst du auch einen für Grounded? Nein. Ich nämlich auch. Dann können wir ja zusammen machen. Ist eine gute Idee. Immer, dann machen wir. So, was stehst du denn da schon wieder so gelangweilt rum, Uschi? Ja, dann guck dir die erste linke und links unten die Truhe mal an. Dann weißt du, was ich ansatzweise jetzt gerade gemacht habe. Nur Scheiße. Ja. Ich gebe mir hier Mühe für dich und für mich. Ach, du hast doch einen. Oh, ey. Jetzt schon wieder nur verrottetes Fleisch drin. Ich könnte kotzen, wenn ich das sehe. Ach, das ist nicht so schlimm. Wie weit bist du denn? Können wir oder willst du hier noch aufhören? Ja, noch ein bisschen Staub. Du kannst jederzeit sagen, dass wir losrennen und dann laufen wir. Und solange, wie du das nicht sagst, nutze ich die Zeit ja. Weißt du? Damit du es hier schön hast. Ja. Für dich. Mach auch mal. Ja, ich gebe sogar alles hier. Wenn du willst, ne? Nicht, wie schön das kannst wird. Du ja, so ja. Also entweder nimmst du so ein Grasding mit und wir stellen es ab. Oder du nimmst den Stängelding mit und wir stellen es ab. Das nehmen wir einfach schon mal mit runter. Oh, ein paar Stängel werden wir gebrauchen. Aber immer nur ein. Ja, wir müssen aber trotzdem voll machen. Also insofern ist das okay, wenn wir beide mitnehmen. Du kannst aber auch Gras mitnehmen, das ist egal. Ich nehme das Gras. Das ist wirklich auch wieder nichts damit zu tun. Wir gehen ja jetzt zu den Ameisen, weißt du? Mit dem Ding gehen wir zu den Ameisen? Nee, wir nehmen das jetzt einen Meter mit und stellen es einfach hier unten irgendwo ab. Okay. Wir können ja mal gucken, wo eine Pusteblume ist. Da ist zum Beispiel, da sind doch Pusteblumen, oder sehe ich das falsch? Also soll ich jetzt echt hier stehen lassen? Ja. Okay. Komm, wir gehen. Ja, ich folge dir. Was ist denn nochmal die Rechensteinanhöhe? Rechenstein. Das ist auch nicht. Rechensteinanhöhe. Ja, stell den hier irgendwo ab, wo wir dann auch sammeln, ne? Den muss ich jetzt nicht mitnehmen, weil hier sind ganz viele Gräser. Ich hab den schon längst abgestellt. Hä? Was willst du von mir? Ich habe das schon längst abgestellt. Jedes Mal, wenn du dich bewegst, sieht das so aus, als wenn du den hier mitschleppst. Nö. Ich hab hier wirklich, ne? Ja, ja, aber ich hab hier nichts. Ne. Mir ist alles abgestellt. Das Spiel, das buggt hier ein bisschen, wirklich. Also wenn ich auch laufe, dann ist der so am Buggen. Das sieht richtig schlimm aus. Spielschuld, weißt du? Ja, natürlich! Was denkst du denn? Boah, der läuft so dramatisch schlecht. Wie viel Fackel hast du eigentlich generell? Ich hab die noch komplett voll. Also ich hab die ja gar nicht benutzt. Du hast die ja nur deine temporär benutzt. Du schleppst das wirklich die ganze Zeit mit dir rum? Hast du das sicher abgelegt?
Ja. Ich frag ja nur. Nicht, dass du mir gleich in der Höhle hängen bleibst und sagst, oh, ich bin gestorben, weil, weißt du? Müsste ich dir eine klatschen. Ja. Ich habe jetzt links, rechts, Maustaste F nochmal geklickt. Also wenn ich jetzt immer noch was bei dir in der Hand habe. Du kannst übrigens auf dem Weg auch mal Kiesel sammeln und sowas, weißt du, mal ein bisschen mitmachen hier. Ich mach das, ich denke auch mit und ich sammle auch mit. Pilze können nicht schlecht werden, wenn man die mitnimmt, oder? Nee, Pilze werden nicht schlecht. Alles gut. Pilze auch sowas, das wird einfach mit den Jahren einfach noch besser, ne? Also wenn man das besser nennen möchte. Dann wird's ein Fungi, ja. Was? So. Pizza-Fungi. Na, zwischen uns ist wieder so ein komischer Mistmade da, die einen angreifen möchte. Ich hau die mal eben um. Kannst du sehen? Weiß ich noch nicht. Ja, doch. Hört sich seltsam an, aber. Bam. Er ist tot. Larvenstachel, 2 Stück. Geil. Wisst ihr, was ich hier loote? Ich loote nämlich nur High-Class-Material, weißt du? Bist du denn auch mal in meiner Nähe? Ja, maximal noch 10, 15 Meter bin ich gerade weg. Ja, also in der Nähe. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so. Ich laufe dir hinterher und laufe nur an Sprösslingen vorbei. Sammelst du auch? Ah, nö. Sprösslinge nicht, da mache ich mir mein Inventar voll. Weil Sprösslinge kriegst du so schnell. Ist ja auch nur, damit wir mal einen 10er-Stack oder so haben, weißt du? Ja, für Notfälle. Genau. Ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich eine Fackel herstellen kann. Falls wir die gleich verlieren und ausgehen, weil wir brauchen jetzt gleich ein wenig Fackelleistung. Oh, Rüstungspuppe. Ja. Eine Waffe als Wanddeko. Das ist ja cool. Mhm. Okay. Den Raw Science haben wir hier schon gefunden, ne? Weiß ich nicht. Ja, hier war nämlich irgendwo waberte hier einer. So. Wir gehen jetzt in die Ameisenhöhle, ja? Können wir machen. Die ist natürlich voll mit Arbeitern. Solange du die Uhr so ein bisschen im Auge hast, können wir das machen. Ja. Da links schon eine angreifende Ameisen ist. 2 angreifende. Genau. Und ich zeig dir jetzt was. Du haust nicht zu, ja? Die kommt. Nicht. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Warum? Wir riechen nach Ameise jetzt. Merkst du das? Ach, das ist ja cool. Weil wir die Ameisenrüstung tragen. Wenn du der jetzt eine klatscht, haben wir Krieg. Dann geht's richtig ab. Ja. Solange wir die nicht angreifen, glauben die, wir wären eine Ameise. Hör mal, da steht das ja auch in der Beschreibung drin von der Rüstung. Ja. Okay, dann ist gut. Ameisenmensch. Und wenn du dann unter Daten, OS gehst, dann kannst du da gucken und da steht dann, glaube ich, Ameisenmensch irgendwo. Ich scroll gerade durch. Ameisenmensch. Rote Ameisen halten dich für einen Freund. Set Boni. Ameisenmensch, yo. Ja, stimmt, hast recht. Ne? Ja. Und was sollten wir noch machen? Was essen? Was trinken? Fackel an. Hast du vielleicht eine Mutation Ameisen? Nein. Die hast du ja nur. Ja, hör mal, Freundchen. Weil du zu wenig Ameisen tötest. Ja, anscheinend wirklich. Ich habe Kopf de Gras. Hättest du denn dran gedacht, jetzt auf Ameisen umzuschalten, wenn du die gehabt hättest? Nein, hätte ich nicht. Also weiß ich nicht. Also ich habe sie halt nicht, deswegen kann ich gar nicht dran denken. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dran gedacht hätte, wenn ich es hätte können. So. Also, ich habe so den Ameisenbau. Ja, kannst du ja mal machen. Nee. Weil du merkst, was hier los ist, ne? Also, wir sind mitten in der Ameisenhöhle. Also, hier solltest du wirklich nicht aus Versehen. Lass dich nicht provozieren. Die machen nichts. Aber allein hier durch, ne? Ist natürlich Horror. Ich mach die Fackel an. Und zeig dir jetzt. Wir gehen jetzt sozusagen einmal komplett durch, ne? Ich zeig dir jetzt ein paar Sachen. Also, hier rein bremsen wäre super. Mach nicht. Nee, lieber nicht. Ich habe aber das Gefühl, wenn da mehrere sind, dass man trotzdem nur eine trifft. Nee, du kannst sie schon legen. Also hier sind überall Kalzit-Dinger. Ja. Ja. Er ist sehr voll gerade. Also ich weiß nicht, ob es noch stimmt, aber wenn du draußen viele Ameisen tötest, dann kann es passieren, dass hier mehr Ameisenpuppen entstehen. Mhm. Die brauchen wir auch später mal.
Ich glaube, aus denen, wenn wir die mitnehmen, dann können wir Bomben herstellen und solche Sachen. Oha. Die wir ja brauchen, das wissen wir ja. Ne? Ja, genau, genau. Wir haben dann einen Durchgang. Wieder Kalzit. Nur, wenn du natürlich hier eine Puppe dir in die Tasche steckst, die übrigens, glaube ich, auch in der Tasche schlüpfen können, also das ist nicht so geil, dann ist natürlich sofort Krieg, ne? Das ist klar. Oh, da ist ein wabbernder irgendwas. Genau, nimmst du ihn dir? Wissenschaftspunkte sind da, ne? Hm? Also hier sind diese roten Ameiseneier. Nicht nehmen. Noch nicht, noch nicht. Das können wir hinterher beim Rausgehen. Wenn wir völlig irre sind, können wir es versuchen. Hier okay. Oben, da musst du mir jetzt übrigens nicht folgen. Hier oben findet man eine Bienenrüstung, eine sogenannte verrottete Bienengesichtsmaske liegt hier. Und ein kleiner Schädel. Keine Sorge, ich zeige dir, weil es gibt ja immer drei Teile bei einer Rüstung. Du findest alle drei Rüstungsteile hier. Ja. Leider nur einmal. Die ist aber auch nicht so gut, dass wir die jetzt unbedingt bräuchten. Na okay, aber was man hat, hat man. Genau. Dann gehen wir einfach hier weiter. Genau. Ich bin hinter dir und folge meinem. Versuch dir aber mal auch so ein bisschen den Weg zu merken. Der ist ein bisschen komplex, aber das hier, ne, jetzt haben wir ein Skep, Malvenblüte. Du glaubst echt, dass ich mir ansatzweise einen Weg merke nach der ersten Abzweigung? Also da bin ich schon raus. Das glaube ich. Ja. Hier springen wir eventuell gleich rein. Noch nicht machen, bitte. Ne, ich wollte nur einmal runtergucken. Darf ich mir hier die Wissenschaftspunkte holen? Moment. Hier ist die zweite Rüstung und ein Skelett, wenn du mal gucken willst. Ne? Ja. Oh. Da siehst du also Beckenknochen und so. Oh. Was aber auch bedeutet, ja, da aber mal. Dass wir ja wohl schon nicht die einzigen kleinen Lebewesen sind. Hast du dir die Punkte geholt? Stimmt! Ja, hab ich. Das ist ja ein guter Gedanke. Den hatte ich gar nicht im Kopf, dass wir ja nicht die einzigen dann sind. Jo. Wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten und die anderen scheinen nicht so gut gewesen zu sein, als wie wir. Ach, die Armen. Hier ist ein Molar. Ja. Zahn. Weißt du, wo wir sind? Echt viele von, ne? Ja. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Ja. Dann kommen wir wieder an die Stelle, wo wir gerade die Ameiseneier gesehen haben und ich die Gesichtsmaske gesammelt habe. Ja, du hast so ein gutes Sinnesorgan, wenn es um ne, Navigation geht. Das ist ja, ja nicht, das ist diese Höhle. Nicht zu glauben. Ja, genau. Weiß ich. Also weiß merkst du dir, du kannst gerade durchlaufen und dann kommst du an diese Stelle. Okay. Ja, wenn du dann hier links abbiegst, dann kommst du da wieder an. Also es ist so ein Rundlauf. Wenn ich jetzt hier, also mache ich natürlich nicht, wenn ich jetzt hier eine Ameise umnocken würde, würden dann nur die im Agro-Umkreis kommen oder würde ich alle aus dem Bau? Befürchte, die blieben alle aggro. Ja, nee, also die Gefahr ist da, ich würde es nicht machen. Warum gehen wir jetzt hier rein? Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder hier durchlaufen, das ist der lange Weg. Ja. Ja. Nee, komm, wir machen es anders. Ich hab einen Plan. Wir springen einfach hier runter. Ui, klatsch. Ui. So, hier ist übrigens verdorbenes Fleisch. Du hast ja immer Hunger, ne? Mhm. Hier ist der dritte Teil der verrotteten Bienenschulterrüstung. Bienenrüstung. Ne? Und hier ist auch nochmal ein schönes Skelett, du siehst, ne? Mit Händen, ein Brustkorb. Hier spawnt immer mal wieder einer von den Minzdingern, die wir aber auch mit Stufe 2, ne? Das ist diese Minzgeschichte. Hier ist ein Burgle-Chip. Auch sehr wichtig und gut. Den hat er aber nicht nachgefragt, der Wichser. Scheiß Burgle, ich hasse ihn. Ist seine Fackel weg? Ja, gib mir eine Sekunde, ich muss ihn nur neu herstellen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass das passiert. Ja, okay. Ich müsste vielleicht noch. Ich habe mich nicht richtig eingestellt, weil mir fehlen die trockenen Grasbrocken. Trockene Grasbrocken, sagst du? Ja, hast du zufällig welche dabei? Nö. Aber ich habe eine Fackel dabei. Also ich kann dir die Fackel droppen. Dann bauen wir um. Nö, dann mach du die Fackel an und dann gehe ich jetzt auf Waffe. Okay. 8. So. Also das ist diese Höhle hier, ne? Die müssen wir uns deswegen merken, weil wir immer wieder diesen Minzkack da brauchen. Was ist das denn hier schon? Ja. Kicks-Sandwich-Brocken. Oh, guck mal, das ist was Neues. Nimmst du mal mit. Das ist bestimmt zum Essen. Dann analysieren wir das. Ja? Ja. Das habe ich noch. Ja. Das kenne ich zum Beispiel noch nicht. So. Dann gehst du hier raus. Ne? Hey there, buddy. Ja. Und du siehst, hier ist Schlafplatz und so weiter. Ne? Wenn du aus der. Also, das ist markant, weil hier kann es ja öfters passieren, dass du rauskommst. Also, an dieser Kreuzung gehst du nach links. Dann kommst du aus dem Bau wieder raus. Oder du gehst nach rechts, dann kommst du nicht so schnell wieder aus dem Bau raus. Wir gehen nach rechts. Fackel hast du noch genug, ne? Ja, klar, die war neu. Okay. Die geht jetzt übrigens aus, weil wir tauchen.
Okay. Dann, tauchen wir einmal hier durch so ein Ding durch. Geht auch nur in eine Richtung und ist gut schaffbar. Also da musst du keine Angst haben, dass du ertrinkst. Okay. Also die habe ich sowieso nicht. Ich traue dir da nämlich. So. Dann kommst du hier raus, ne? Hier ist total nichts los. Ist das gut oder ist das nicht gut, dass hier nichts los ist? Ist eigentlich gut, ne? Und weißt du, wo wir jetzt sind? An dem Loch. Genau, dann gehen wir wieder rein. Jetzt echt? Ach ja, weil du ja dann links gehen willst, ne? Und jetzt gehen wir den linken Weg. Okay. Und das ist der Ameisenhügel. Also wenn du einmal verstanden hast, wie der aufgebaut ist, Peanuts, hier kannst du links und rechts drumrum gehen, ne? Ach, kein Unterschied, ja. Ja, genau. So. Und es ist natürlich schon, diese krassen Viecher hier, ne, zu haben, das ist schon übel. Und die liegen hier alle, also, ne? Überall sind diese Kalzitbrocken, die spawnen, glaube ich, auch immer wieder nach. Und wenn du jetzt hier reinsemmelst, hast du natürlich die Hölle. Du merkst, es geht berghoch. Und gleich kommt die große Kreuzung, da laufen wir rechts und dann sind wir wieder draußen. Cool. Also cool, dass du das so alles Bescheid weißt. Mann, Mann, Mann. Durch meine Gamma-Werte, ne? Das ist schon geil, wenn du so im Nebel bist und die dicken Viecher kommen dir da mit ihren Zeliceern. Ach nee, das sind ja Mandibel. Sind ja keine Zeliceern. Kommen dir entgegen. Überleg mal, hier jetzt reinwämsen, Alter. Oh. Dann habe ich aber auch ganz schnell mein Ameisen-Plus da. So, kannst, wenn du möchtest, die Fackel ausmachen zum Sparen. Oh, hier ist nicht mehr viel. Mach ich jetzt, sobald ich. Weil du läufst nur noch und jetzt ist Licht. Da ist. Geh ins Licht. So. Ab ins Licht. So, wir haben also jetzt einen Burgleship gefunden, den er noch gar nicht gesucht hat. Halt die Fresse. Du überlegst, ne? Ja. Ganz genau. Also, ich meine, du überlegst, sie umzuhauen. Ja, natürlich. Genau das war meine Überlegung. Ja. So, komm, wie spät haben wir es? 15.44, 1.56, 2 Stunden hast du gesagt, ne? 14.30 habe ich gesagt, plus minus. Na komm, wir drehen um, dann nicht mehr. Ja, besser ist das. Wenn du auf dem Weg Ameisen siehst, klatsch den ein. Also jetzt nicht direkt hier, sondern vielleicht 2 Meter weiter. Damit ich auch die Mutation bekomme, oder genau. Was ist dein Plan? Du bist so gütig. Da ist zum Beispiel eine, klatsch der ein. Ja, warte, ich hole mir mal kurz... Hier den Wassertropfen. Wo immer der jetzt ist. Das ist der Wassertropfen, den verdammt. Ich hab den doch jetzt gerade da runtergeboxt. Ach, Fussel. Mach die Ameise, ich such den neuen. Da ist einer. Das ist zwar eine Ratnetspinne, aber ist ja nicht so schlimm. Achtung! Danke. Das finde ich aber auch gut, dass man, wenn man hier trinkt, dann auch wirklich schon viel trinkt und das nicht wieder so komisch nur ein Achtel auflädt und du ja 20 Minuten lang erstmal was zu trinken suchen musst und dann eigentlich schon wieder loslaufen kannst zum Trinken suchen. Ja, aber wenn du mal überlegst, wie groß auch dieser Tropfen ist, ne? Ja, eigentlich solltest du da dann gar nicht so viel trinken können, also der reinen Logik nach. So, weißt du, wo wir sind? Ja. Und du siehst, es ist wirklich sinnvoll, diese Hausnummer zu haben, ne? Also dieses Symbol für Haus. Wenn dir das übrigens nervt, ne? Drück mal Y. Ja. Dann ist es weg. Für immer. Ja, es kennt nicht mehr an. Also wenn du musst es dir gemerkt haben, weißt du? Ja. Hast du verloren. Schade, hätte ja klappen können. Naja, das will man verraten. Ich wusste es nicht auf den Fussel hören. Auf gar keinen Fall. So. Du? Ja. Geh mal eben zu dem Labor, ja? Ich komm. Weil das Schlimme ist, wir sind ja mittendrin. Ich habe immer Angst, dass bis zur nächsten Aufnahme ich wieder 3/4 von dem vergessen habe, was wir noch tun müssen, weil wir so viele Aufgaben im Grunde haben. Kurz notiert ist halb erledigt, sag ich da immer. Ja, aber ich halte das da wie Jules. Ja, Grüße gehen raus, wenn das aus Versehen sieht. Wenn er sich verklickt hat und dann auch noch laufen lassen. Trigger die Spinne. Der größte Fehler. Ja. Der hat sich Sachen aufgeschrieben und dann vergessen, dass er sich aufgeschrieben hat. Und wo er sich aufgeschrieben hat, weißt du? Das könnte ich auch.
Sag jetzt mal nix. Grüße gehen raus. So, wir können übrigens jetzt auch die Bienenrüstung herstellen. Ja, das ist ja schon mal was. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen, aber... Naja, wir können es, weißt du? Und es gibt Schmalzpunkte. Redet hier jemand? Die Spinne ist hier vor. Wir sind am Arsch. Das ist zum Glück nur die. Spider up ahead. Wollen wir so? Ja klar, wir versuchen es. Ein Hit, weißt du? Ja, die ist fast tot. Oh, du Schlampe. Und jetzt weg hier. Bitch. Kannst du das auch noch erforschen, was du gefunden hast? Spinnenkörper, ja. Aber ich habe kaum noch HP, ne? Deswegen. Die hat mir so einen mitgegeben. Weil die Rüstung ist natürlich überhaupt nicht für einen Kampf, ne? Also das ist die... Ja, stimmt. Ja, ja, das ist nochmal eine Stufe schlechter. 18 Uhr, also um in 17 Minuten. In-game. Ach so, dann kannst du wieder, oder was? Genau, dann ist die Energie wieder aufgeladen. Aber wir können ja noch ein bisschen gucken hier, weißt du? Ja, ganz so viel können wir wirklich nicht mehr gucken. Nein. Der Plan ist eigentlich nach Hause. Was ist der Plan? Aber forsch das mal eben, komm. Es ist 18 Uhr. Bis 18 Uhr? Ich hänge schon wieder fest. Wir müssen mal diese ganzen Blätter hier wegmachen lassen. Oh, 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 oh. Irgendwas brummelt. Vorsicht, lass dich nicht triggern. 17 Uhr. War das eine Mücke, meinst du? Mhm. Spinnenhaube, Spinnenknieschoner, Radnetzspinne und Spinnenschulterpanzer. Genau. Ist sie die gute Spinnenrüstung? Also, sie ist wie die Ameisenrüstung, nur bei Spinnen. Das heißt, du kannst an den, in der Nähe der Spinnen... Also, ich habe sie mal getestet, konnte näher an die Wolfsspinne ran, aber irgendwann ist auch die trotzdem aggressiv geworden. Also, die Ameisenrüstung... Bist du in die reingekrochen oder was hast du gemacht? Ich hatte Sex mit ihr, ja. Ich habe sie penetriert. Ja. Ich hab dieses Kein Ding Wunder, genommen, dass sie sauer wurde. Und dann habe ich das immer hinten rein, so. Oh, ey, dann stöhnte sie kurz und wie das immer bei... Du weißt doch, wie das bei Spinnen ist. Die fressen ihren Mann hinterher. Die ist gekommen, weißt du, hat da mit Spinnennetzen um sich geworfen und dann war sie ruhig. Mm. Und dann hat sie mich gebissen. So. So, ich komme. Siehst du auch. So, alles klar. Mal also, möchtest du zusammenfassend, haben wir heute was geschafft? Bist du zufrieden mit dem, was wir heute haben? Heute haben wir richtig was geschafft. Ja, so macht das Spiel ja auch dann nochmal deutlich mehr Spaß. Wenn du war heute knackig, ne? Genau, wenn du mal vorankommst, was machst, was siehst. Wir haben ja alles gemacht. Wir haben gekillt, wir haben was Neues an Missionen gemacht, wir haben gebaut. Klasse. So stelle ich mir das vor. Du bist ein sehr guter Grounded Guide, möchte ich sagen. Genau. Ja. Auch wenn er manchmal komische Sachen erzählt, aber es ist halt komisch, weil ich mir tatsächlich im Moment sicher war, dass das richtig ist, aber war natürlich Bullshit. Ist ja auch schon alt, ne? Also das wird 30. Das sein, genau. Ja, bestimmt. So. Hier ist auch schon wieder der Stinkekäfer, glaube ich, unter unserem Zuhause. Ich meine ihn zumindest zu hören, also ist be careful, der? Wenn ihr ihn kommt. Nö, ne? Ich bin ja schon da. Okay. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ne? So, dann können wir ja hier jetzt die Aufnahme pausieren, ne? Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei 2:02. Ja, das könnte man eigentlich mal machen, ne? In Angriff nehmen. Genau. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie machen wir das? Hast du die Tür jetzt mitten hier reingestellt? Nee. Gut. Schon sagen. Dann machen wir da den Ausgang hin. Wer macht das? Dann machen wir hier die Treppe hoch, weißt du? Mhm. So, dann machen wir hier und hier noch Fenster hin und dann können wir das beim nächsten Mal bauen. Finde ich gut. Gut, oder? Ist ja schon wieder am Fressen. Mhm. Das gehört dazu. Naja. Gut. Sag mal, hier ist. Warum fehlt hier noch eine Wand? Weißt du das? Nö, die hattest du mal weggebaut. Ich glaube, da wolltest du durch oder ich weiß es nicht. Genau. Da war was im Weg. Sollen wir das Loch hier zumachen? Komm, ne? Komm, auf die vier Grasböden scheißen wir, oder?
Wenn du willst, dann machen wir das. Ja, das ist ein leichtes. Perfekt. Ja, dann machen wir das trockene Gras raus, damit das nicht so gestrüppig hier aussieht. Und dann haben wir doch eine ganz, ganz schicke Wohnung, oder? Ja, gefällt mir. Ach, ich freue mich schon drauf. Aufs nächste Mal. Ich mich auch. Und wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dass wir hier auch so knackig durchgehen und nicht so viel drumrum gemuddeln machen, auch wenn der Gorilla natürlich nichts versteht und im Ameisenbau sich verläuft und generell auch riecht, streng riecht, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Damit ihr nichts mehr verpasst, haut mal auf den Abo-Button, knuddelt die Glocke und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. Oh. Ich wollte mit deinem haut mal auf die Glocke, wollte ich einfach in die Luft schlagen und nicht hab ich dich einfach umgehauen. Ja, du hast mir die Hälfte von Leben abgezogen. Na, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und ich werde dem Gorilla jetzt nochmal richtig eine Tracht Prügel vergeben, diesem Affen. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.